Herzlich willkommen in unserer Viva Decor Kreativwerkstatt. Ich habe euch heute ein Produkt zur Kerzengestaltung mitgebracht. Mit dem Candlewax-Pen könnt ihr Kerzen nach Lust und Laune jedem Motto entsprechend selbst gestalten. Wie das funktioniert, möchte ich euch zeigen. Um solch eine Kerze zu gestalten, benötigt ihr ein Schwämmchen, einen kleinen Spachtel, Schablonen, Candlewax-Pen in den Farben eurer Wahl und fürs Finish ein wenig Glimmer. Zunächst einmal seht ihr, dass ich die Candlewax-Pens immer an einem Butler positioniere. Das sorgt dafür, dass der Pen jederzeit einsatzbereit ist, weil immer Farbe unten in der Spitze vorhanden ist. Gebt etwas Farbe auf die Kerze. Wie ihr seht, könntet ihr auch direkt aus dem Pen arbeiten und malen. Das möchte ich aber heute nicht. Ich gebe ein bisschen Farbe drauf und vertupfe sie einfach mit dem Schwamm. Zweite Farbe, mit der färbe ich den oberen Teil der Kerze ein. Nach dem Trocknen, ihr spürt das wirklich und es fühlt sich wirklich an wie richtiges Kerzenwachs, werden wir die Motive aufbringen. Nehmt dazu die Fleckschablone und positioniert sie einfach auf der Kerze. Gebt einfach beide Farben direkt auf diese Schablone. Mit Hilfe des kleinen Spachtels verstreicht ihr den Candlewax-Pen direkt über die Schablone. Nehmt die Schablone einfach ab und setzt sie an eine andere Stelle der Kerze. Und dann wiederholt ihr das Ganze. Solange der Candlewax-Pen frisch ist, könnt ihr dekorative Sachen einstreuen, zum Beispiel Reflexperlen oder Eiskristall oder, wie ich das jetzt tun werde, etwas Glimmer von Viva Decor. Schön hochhalten, das Glimmerröhrchen, weil dann verteilt sich der Glimmer viel feiner über das Motiv. Überschüssigen Glimmer könnt ihr nach dem Trocknen einfach mit einem weichen Pinsel entfernen. Wie ihr seht, sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt, wenn es jetzt um tolle Kerzengestaltung geht. Mit dem Candlewax-Pen lassen sich alle eure Ideen sicherlich umsetzen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der kreativen Kerzengestaltung mit Candlewax-Pen von Viva Decor.